Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Evil Genius 2. Ich freue mich jedes Mal in dieses Spiel wieder mit reinzuschauen, weil wir so viele Möglichkeiten haben, hier irgendwas zu erledigen. Auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Roll den roten Teppich aus, ist unsere nächste Mission. Starten. Side Story begun. Sammle Informationen auf der Weltkarte. Mir fehlt so ein bisschen, dass Emma noch was dazu sagt. Aber ist okay. Wir sammeln Informationen und eine davon ist hier bei John Steele. Das gefällt mir nicht. Dann gehen wir eben woanders hin. Achso, ist nur die eine Mission bzw. Information. Ach, verdammt. Na gut, dann warten wir noch ein bisschen. Die Frage ist natürlich, was der Biologe gerade hier unten gemacht hat. Was will der hier? Gute Frage, nächste Frage. Der will wahrscheinlich essen oder schlafen. Ja, für den Schlaf müssen wir noch einiges vorbereiten. Das heißt, jetzt kann ich in Ruhe forschen. Nur ist das okay, denn wir müssen ja sowieso warten, bis oben alles läuft. Globale Aktivitäten, Schergen. Dann nehmen wir die Handlanger Gesundheit. Das wäre ganz gut, beziehungsweise auch Klugheit und Moral, sodass die mehr davon haben. Das wird auch an den organischen Proben geforscht. Wir haben bisher noch nicht einmal die Zentrifuge nutzen müssen. Aber das ist klar, das ist ja auch nur für Dinge wie Schusswaffen und so weiter. Das dauert also noch. Vielleicht sogar für die Stromgeneratoren. Denn Zentrifugen, ja, kommt hin. Allein die Technik allein passt ja mit rein. Es reimt sich sogar. Und es war. Wow. So, läuft, würde ich sagen, läuft. Gucken wir mal, ob wir jetzt mittlerweile hinkommen. Ob John Steele weg ist. Ja, aber dafür ist Symmetry da. Da müssen wir warten, bis Symmetry wieder weg ist. Mein Gott, sind hier viele Leute unterwegs. Wir haben nicht mal irgendwelche Gäste. Kann mal irgendjemand ein paar Touristen holen? Wir müssen so tun, als ob. Das wäre ganz praktisch. Schade, dass wir den Touristen nicht zu essen bieten können und dass die wirklich hier bleiben. Vielleicht wird das auch noch irgendwann hinzugefügt, das wäre schön. So ein kleiner Essensraum, wo die Touristen dann ein bisschen essen können, die hier vielleicht auch essen können. Jetzt erstmal ihr Können loswerden. Dann gucken sich hier drüben nochmal um, hier könnte ja auch noch irgendwas sein. Werden noch ein bisschen abgelenkt. Von den ganzen Partylöwen. Ja, doch. So, gucken wir mal wieder auf die Weltkarte. Was? Ist sie immer noch da? Und sie sorgt schon fast für einen Lockdown. Das finde ich gar nicht witzig. Geh weg. Danke. Brauche ich dafür Stufe 2? Ja, brauche ich. Gut, dann verbessern wir das erstmal. Hätte ich eigentlich schon längst machen können. Ist egal. Machen wir jetzt. Und nebenbei wird weiter geforscht. Unsere wunderbaren Kollegen, sprich unsere Handlanger, die werden jetzt demnächst stärker sein. Das heißt, die können dann auch länger kämpfen, bevor sie irgendwie umfallen. Und die halten ja sowieso mehr aus als manche andere. Das ist schon mal ganz gut. Hier bleiben meine Leute. Die kommen. Sehr schön. Dann ist das nämlich auf Stufe 2. Wir brauchen hier nämlich Argwohn 60. Ansonsten wird das nichts. Das heißt, wir müssen auch gleich den Argwohn senken. Das ist natürlich jetzt Verschwendung gewesen. Ich hätte erst das Geld ausgeben sollen. Aber kostet ja nicht so viel. 5 Söldner, 5 Wissenschaftler, 2 Techniker kümmern sich jetzt um den roten Teppich, beziehungsweise den fliegenden Teppich. Sehr gut, währenddessen können wir in der Basis wieder weiterarbeiten, beziehungsweise gucken, was die Leute so treiben, den lieben langen Tag. Da lässt sich jetzt ein Attentäter mal eben so vollkippen. Om nom nom. Das tat aber gut. Und die Waffen sind alle weg. Normalerweise erkennt man daran, dass hier oben eine Waffe drüber schwebt, dass noch welche übrig sind. Aber offensichtlich gibt es keine mehr. Alle 5 Waffen sind weg. Sehr interessant, dass die damit durch die Gegend laufen die ganze Zeit. Aber müsst ihr auch, müsst ihr auch. Und wir werden ja später noch weitere Waffen hinzufügen und vielleicht auch noch weitere Überwachungsterminals. Oder verbesserte sogar, womit wir noch mehr Kameras mit einmal angucken können. Das Geld ist schon fast wieder da. Wir sind gut dabei. Es läuft, würde ich sagen. Es läuft. Ja. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, aber ich würde ungern jetzt nochmal solche Spinde bauen. Aber doch würde ich. Weil die nächsten Spinde noch ein bisschen länger brauchen. Dafür müssen wir noch ein bisschen weiter forschen und vielleicht sogar die nächsten Forscher noch holen. Ich habe gerne noch ein bisschen Geld im Vorrat.
Jetzt eine Blaupause. Einfach bloß ziehen und sagen, das bitte einmal kopieren und nochmal hinzufügen. Das wäre cool. Daneben. Das ist, wenn man es zu schnell macht, dann klappt das nicht ganz so gut, wie man das kennt. Schließe das Forschungsprojekt Operation Scheherazade ab. Jo, machen wir gleich. Geht sofort los. Will bloß den Tresorraum hier fertig bauen. 234.000. Wir haben noch genug. Wir haben fast 2 Millionen. Alles ist gut. A henchman has recovered. Eli Barracuda hat sich erholt. War der K.O.? So, das steht soweit. Bestätigen. Ah, abgeschlossen. Auf zum Forschungsprojekt und diese Forschung fertig machen. Zwei Wissenschaftler im Training ist okay. Die kommen schon wieder, alles ist gut. Wenn das Ding hier fertig gebaut wurde, dann haben wir auch wieder mehr Platz. Außerdem könnten wir auch dafür sorgen, noch mehr an Sendeleistung zu bekommen. Ich bin froh, dass die nicht auf irgendwelche Mitarbeiter begrenzt ist, die dabei sitzen müssen. So, sehr schön. Baut das mal fertig. Dann können wir demnächst auch das hier alles abreißen. Dann haben wir wieder mehr Platz. Dann können wir nochmal zwei so eine Kreise mit hinsetzen. Und am liebsten würde ich das hier schon mal ausbauen. Aber das kann ich nicht. Denn wenn ich jetzt die Wand wegreißen will, reiße ich auch automatisch die Betten mit ab. Was heißt automatisch? Theoretisch muss ich sie ja selber noch entfernen. Aber es bringt mir nichts. Absolut nichts. So, Eli, was ist los mit dir? Geh dich mal unten ausruhen. Und Senyo, der hat nicht mehr ganz so viel Klugheit. Der wird sich auch nochmal ausruhen. Iris hat nicht mehr ganz so viel Moral. Setzt euch mal alle hin. Ich will euch mal alle hier versammelt sehen. Auch Emma, bitte. Wir haben ja die Möglichkeit. Wir haben ja sowieso jetzt Zeit. Das Forschungsprojekt läuft. Und von daher würde ich das Bild gerne mal sehen, wenn alle wirklich sitzen hier. Guck mal, und dann sitzt Emma vorne und dann fehlen ja noch 3 Plätze. Theoretisch könnten wir also noch 3 weitere Henchmans mit einstellen. Warum darf ich das nicht? Das ist doch doof. Die diskutieren jetzt hier alle. Aber das Team ist komplett. Schön. Coole Sache, wirklich. Gut, okay, dann könnt ihr jetzt wieder aufstehen, dann seid ihr jetzt wieder erholt. Könnt wieder durch die Basis laufen. Sehr schön. Viel Spaß. Und Emma, du begibst dich wieder auf deinen Sessel. So. Kannst du deine Ruhe genießen und vor allem wird der auch andauernd repariert durch die wunderbare Sanduhr. Wir brauchen dort also keine Techniker. Sehr schön. Das läuft auch. Strom haben wir noch ein bisschen übrig. 73, wenn auch nicht viel, aber es dürfte reichen, falls wir noch 1 oder 2 Gerätschaften bauen müssen. Ist das okay? Völlig in Ordnung. Gibt es weitere Missionen, die wir nebenbei schon mal annehmen können? Vielleicht wieder grüne Missionen, so wie diese hier. 270.000, dafür brauchen wir 2 Wächter, 1 Diener und 3 Wissenschaftler. Auf geht's. Kriegen wir nebenbei noch ein bisschen Geld, ist in Ordnung. Und dann können wir auch alles weitere wieder ausbauen. Und ich glaube, ich kümmere mich schon mal hier rum, so ein bisschen zumindest, dass wir das hintenrum ausbauen. So, dann können nämlich die Spinte hinten stehen und vorne bauen wir die ganzen Betten hin. Die müssen nicht so oft zu den Spinten, das ist okay. Und warum sind die Minions schon wieder im Combat? Was ist hier schon wieder los? Ich sehe gar nicht durch. Rein technisch gesehen bin ich unbesiegbar.
Naja gut, wenn es technisch so ist, praktisch sieht man es ja, ist ja überhaupt kein Problem, kriegen wir alle K.O. und kaputt. Das Schöne ist, im Prinzip braucht man nicht mal Fallen. Wenn man so viele Handlanger, Schergen und so weiter hat, da kommt keiner durch. Also die Fallen habe ich hier völlig umsonst gebaut. Bloß die Frage ist dann, wie wir die Achievements erfüllen, dass die Leute, ich sag mal... Dass die Fallen miteinander arbeiten. Sprich, dass der Ventilator jemanden ins Haifischbecken pustet. Theoretisch geht das ja nur, wenn wir jemanden schon dort durchlaufen lassen. Entweder unsere eigenen Leute laufen also durch, aber die werden nicht aktiviert, die Fallen, wenn wir jetzt, ich sag mal, ein Tötungszeichen-Symbol über die drüber machen. Oder aber, wir bauen das vorne mit hin, wo wir das Casino haben. Dass wir dort Fallen mit hinstellen, das dürfte funktionieren. Und dann gehen die Leute dort rein, da passt ja auch keiner auf. Das ist ja auch alles okay, bis auf die hier, die sie wieder rausholen. Aber vielleicht wird dann mal eine Falle ausgelöst, die die Leute dann entweder ins Haifischbecken oder in Bienen oder sonst irgendwas reinboosten. Gut, wir haben es geschafft. Gehe zum Forschungsmenü, das ist abgeschlossen. Erkunde die Wüste auf der Weltkarte. Ich bin dabei. Welche Wüste? Es gibt viele Wüsten auf der Welt. Hier offensichtlich nicht, aber hier. Und da ist gerade ein Lockdown, ist klar. Immer dort, wo ich hin muss. Und wir müssen noch warten bis... Och, eine Minute. Das ist hier in diesem Spiel 20 Sekunden. Ich guck mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, naja, fast 20. Wieder müssen 5 Wissenschaftler hin, sowie 5 Söldner und 5 normale Schergen. Wir werden später auch diesen Reiter, beziehungsweise auch dieses Ding hier nutzen. Du musst mehr Spinne bauen, ist klar. Personal anheuern, das kostet jedes Mal bis zu 10.000 für 5 weitere Leute. Und es dauert dann auch immer ein bisschen, bis die dann in der Basis ankommen. Aber das werden wir nutzen müssen, insbesondere später, wenn wir ganz große Probleme mit John Steele bekommen. Und die werden wir bekommen, das ist kein Spoiler, das weiß jeder. Von daher völlig verständlich. Ich würde gerne das Können der Touristen wieder aufbauen. Die sollen sich noch länger bei mir aufhalten. Noch mehr Geld ausgeben, insbesondere hier. Ich hätte auch gerne einen Bankautomat. Es gibt noch so viele Möglichkeiten, die man eigentlich mit hinzufügen kann. Guck mal, und Geld kommt rein. Ist das schön? Freut mir. Hier werden schon wieder weitere Söldner ausgebildet, denn die anderen Leute sind schon wieder unterwegs und kümmern sich hier um die Aufgabe. Compared to your other missions, getting me a magic carpet should be easy. So why is my floor still bare? That's the thing, boss. We found the carpet, but when we tried to bring it in, it flew away. My prized flying carpet is out there in the world, and you're in my office talking to me. Yes, that does appear to be the case. Well, get out there and catch it. Before I throw you out that window and see how well you fly. Müssen den jetzt einfangen, den fliegenden Teppich. Ach Gott, wie süß. Fange den fliegenden Teppich auf der Weltkarte. Dreimal müssen wir jetzt eine Mission fertig machen. Ich weiß nicht, wo er hinfliegt, aber offensichtlich Richtung Norden. Er war erst hier unten, jetzt ist er hier. Mal sehen, wie weit nördlich er fliegt oder ob er sogar noch irgendwo in ein anderes Land fliegt. In ein anderes Gebiet. Was brauchen wir dafür? Wieder 15 Leute. 5 normale Schergen, 5 Söldner und 5 Wissenschaftler. Ja, die Söldner, die sind relativ fix ausgebildet, das ist okay, die Wissenschaftler sowieso. Und die Schergen haben wir ohne Ende. Höhenkoller. Und dann fehlen uns noch 2 weitere Aufgaben. Oh Gott, muss ich hier andauernd den roten Teppich, wollte ich gerade sagen, den fliegenden Teppich, finden und entführen. Ach so, wir haben hier schon eine andere Aufgabe. Ah, ist ja praktisch. 5 Arbeiter, 5 Diener. Fliegt er jetzt überall rum, oder wie soll ich das verstehen? Hier auch. 5 Söldner, 5 Arbeiter.
Aber auch hier. Da ist der Argon zu hoch. Und da brauchen wir auch Söldner für, ne? Denn ist egal, was wir nehmen. Der ist schon überall unterwegs, der olle Teppich. Warum tut er mir das an? Verdammt nur eins. Ich habe keine 5 Söldner. Verdammt. Vielleicht ist hier auch noch irgendwo ein fliegender Teppich? Nee. Ist alles nur in Europa und Asien, sozusagen in Eurasien. Ja, gut, dann müssen wir die Aufgabe hier annehmen. Kostet zwar 60 Argwohn, aber das ist völlig okay. Das ist mit 30 Argwohn gut dabei. Hier ist alles wieder gut. Alles wieder schick. Können wir gleich wieder den Argwohn senken. Und das hier brauche ich nicht machen, also kann ich hier die Wissenschaftleraufgabe mit annehmen. Zusammen mit $120.000, die sich dann in unserem Besitz befinden werden demnächst. Muha! So, und das Ding wird auch fertig gemacht. Dann haben wir dreimal den Teppich verfolgt. Das dürfte eigentlich reichen. Das läuft schon. Hier gibt es auch eine grüne Aufgabe. Oh, wie schön. Drei Wissenschaftler, 120.000. Komm, machen wir. Wir haben es ja. Ist ja völlig okay. Solange wir jetzt nichts erforschen müssen, ist alles in Ordnung. Da fehlen bestimmt die Söldner, ne? Ja. Ein Söldner fehlt noch. Jetzt ist er da. Jetzt könnten sie rüberfliegen. Aber es fliegt immer nur ein Hubschrauber. Deswegen müssen wir warten. Wie immer. Aber immerhin, wir sind relativ fix unterwegs mit den ganzen Aufgaben. Guck, geht auch schnell durch. Man müsste meinen, dass ein fieses Genie mit so einem Unterschlupf mehrere Hubschrauber hat. Aber hat es nicht. Konstruiere fliegender Teppich. Roll den roten Teppich aus. Ja, wo soll ich den denn jetzt konstruieren? Wird sich doch bestimmt wieder irgendwas zeigen irgendwo. Ach so, soll ich den einfach bauen vielleicht? Ja, den kann ich irgendwo hinbauen. Gut. Oh mein Gott, wie wunderschön. Ach, kommt hier hin. Dein persönliches Refugium. Ja. Bestätigen. Die Notausgänge befinden sich hier, 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 hier und hier. Außerdem hier. Aber es sagt mir wieder keiner, was dieser Teppich kann, macht. Ah, es fehlen so viele Informationen, verdammt. Vielleicht sehen wir das ja im Schergenbuch, beziehungsweise nicht bei den Missionen. Wie heißt das andere Ding? In der fiesen Fibel, genau. Das ist auch das erste, was wir von Ambers geklaut haben. Die Note. Nee, da steht auch nicht mehr. Och, schade. Ja, wir haben schon das ein oder andere geklaut. Hauptsächlich aus Nordamerika. Mit dem fliegenden Schwein. Ambers ist endlich darauf gekommen, was du in ihren Archiven gesucht hast. Besiege ihre Agenten, die den Teppich von dir stehlen sollen. Solange die nicht hier auftauchen, soll mir das recht sein. Aber wo sind sie? Die kommen garantiert. Ihr seid Ambers Ermittler. Aber keine Agenten. Das dürften sie sein. Seth Nguyen. Linda Ferguson. Ferguson. Alejandro Jensen. Aber auch die werden ganz normal abgelenkt. Muss sie ja nicht besiegen. Muss sie ja nur wieder vertreiben. Da warten wir einfach. Das läuft von alleine. Guck mal, die drei sind schon wieder unterwegs nach Hause. Die haben nichts gefunden. Aber ihre Entschlossenheit scheint nicht runterzugehen.
Doch, geht sie. Oh, ich habe nichts gesagt. Attitude. Verdammt. Glücklicherweise haben wir so viele Henchmans, die jetzt hier aufpassen. Hey, Sie da. Gehen Sie raus. Und Sie bitte auch alle. Ja, jetzt verschwinden meine ganzen Wachen. Was ist hier los? Genau, geht mal woanders hin. Spielt mal woanders. Ach, guck mal, 3 von 5 haben wir besiegt. Besiegt im Sinne von, die sind gegangen. 4 von 5. Sehr gut. Einer muss nur noch gehen, dann haben wir unsere Ruhe. Yubai passt auch noch auf. Ah, bei denen dauert es länger. Geschafft. Sehr gut. Hol die Belohnung ab. Gut, damit ist das auch geschafft. Hervorragend. Wir speichern einmal, sicher ist sicher. Und sehen uns im nächsten Part wieder, dann mit der nächsten Mission. Und zwar, Wake Me Up Before You Dodo. Bis gleich.